total verrückt. Ich weiß gerade gar nicht, was wir hier machen. Ist jetzt bloß so Training, weil nächste Woche gehen wir auf den Mount Everest. Sehr unverantwortlich, finde ich schon. Ja, denke ich schon. Naja, es ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Wie gesagt, ich kann es nicht befürworten. Ja, das sind ja nur Steine, das sind ja nicht wir. I'm impressed. Lots of luck. Sobald man hier nach links schaut, sieht es ganz komisch aus. Mutig, mutig. Ja, das ist eigentlich schon ein richtiger Männersport. Das ist auf jeden Fall ultra krass. Es waren echt heftig schmale Singletrails. War auch nicht ganz ungefährlich die Sache. Es ging ziemlich steil runter an der Seite. Also ich bin nicht lebensmüde. Ne? Ich traue mir schon viel zu umfahren, aber das ist mir echt doch zu heftig. Da geht es mir einfach zu weit runter, das bin ich auch nicht gewohnt. Komme nicht von hier. Und ich war noch nie auf der Zugspitze und da ist mir das einfach zu krass. Man muss einfach locker bleiben und sich sicher sein, was man kann, und dann läuft das. Naja, es war auf jeden Fall nicht ohne. Also ich habe teilweise schon ganz schön Schiss gehabt, muss ich schon sagen. Also es ist nicht unfahrbar auf jeden Fall. Es sind ein paar Sachen drin, die auf jeden Fall Spaß gemacht haben. Aber jetzt freue ich mich schon auf die Trails, die jetzt noch kommen. Jetzt fahren wir hier weiter nach unten über die Knorrhütte zur Rheintal-Angerhütte und dann von der Rheintal-Angerhütte schön durch den Wald bis nach Garmisch. Wir haben es überlebt. An alle Verwandten, wir haben es überlebt.